geben Sie mir 1, 3, 2, 6. Marie! Marie? Ja? Was ist denn, Freund Paula? Wo ist denn meine Mutter? Die ist mal eben zu ihrem Herrn Vater ins Büro runtergegangen. Ich guck mal nach. Nee, nee, lassen Sie mal, Marie. Ist schon gut. Persönlich. Guten Morgen, Herr Doktor. Hier ist Paula Klinke. Oh, vielen Dank auch. Und wie geht's Ihnen? Was? Nein. Ich kann Sie doch nicht einfach duzen. Nein. Sie glauben, weil Sie gestern so frech waren. Ich hätte Ihnen auch einen Kuss gegeben. Jetzt bin ich aber böse. Nein. Ich will gar nichts mehr von ihm wissen. Ach ja, Fritz. Ich sie auch. Ja gut, also heute Nachmittag um 3 hinterm Musikpavillon. Nee, da falle ich nicht mehr drauf rein. Aber Sie müssen sich auch anständig benehmen. Was? Dann kommen Sie nicht. Schämen Sie sich. Nee, ich kann nicht länger. Meine Mutter kann gleich kommen. Mit wem telefonierst du denn da? Mit Cousine Walli. Und zu ihr sagst du sie? Ja, wir haben uns gestern erzürnt. Ja, 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 ja. Walli, also das bleibt dabei? Nein, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Verstehst du das denn nicht? Walli! Fräulein Walli ist draußen. Ach du liebes Gott. Ja, ich bin noch da. Was? Um 3 hinter Musikpavillon? Ja, ich komm. Was? Einen Kuss wollen Sie von mir? Herr, was erdreisten Sie sich? Mein Mann wird Ihnen die gebührende Antwort darauf erteilen. Oh, so eine Frechheit. Was ist das für ein Kerl? Mutter. Na, raus mir das Flache. Das ist Rechtsanwalt Gerlach. Nun, geh das aber los. Also du unterstehst dich hinter unserem Rücken mit dem Kerl, einem wildfremden Menschen. Also du, der... Mir bleibt ja richtig die Luft weg. Walli, was hast du denn dazu? Paula, wie kannst du nur? Ja, mir fehlen ja richtig die Worte. Aber das soll Papa zu wissen kriegen. Der wird dir schon zeigen, was sich schickt. Hinter Musikpavillon. Auch das noch. Lach nicht so dösig. Du bist überhaupt an allem schuld. Was, ich? Natürlich. Warum kommst du hier auch gerade dann reingeplatzt, wenn ich mit dir telefoniere? Also nur mach mal einen Punkt, ja? Bedanken musst du dich bei mir. Hä? Ja, muss doch alles in Ordnung. Wieso? Noch heute werde ich bei meinem gestrengen Herrn Papa, dem Reichstagsabgeordneten Burwich, einen Antrag stellen, dass er meinen Toilettenetat erhöht. Jetzt, wo deine Hochzeit fast vor der Tür steht, denn wo deine Mutter so reizend mit ihm am Telefon umgegangen ist, da wird sich der Herr Rechtsanwalt sicher seinen Bratenrock anziehen, seinen Schabuklack aufstülpen, hierher kommen und sagen, Herr Klinke, ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Oh, siehst du mal, da kommt er schon. Ja? Fritz? Mein lieber, süßer Fritz! Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals Fritz hieß. Onkel Burwich! Ja, das ist doch... Na, wer? Aber Vater, das ist doch der alte Fritz. Also zur Sache, wer ist dieser Fritz? Der Putzler Putz, der Hausdiener, das weißt du doch. Ja, der. Das ist der liebe, süße Fritz. Ja, der ist er. Wenn ihr glaubt, ihr könnt mich zum Narren halten... Vater, aber Onkel... Also Schluss der Debatte. Dieser Punkt wird für heute abgesetzt. Und ich werde mir das Recht nehmen, nachher bei deiner Mutter in dieser Sache anzufangen. Ach, da ist sie ja schon. Guten Tag, Schwester. Guten Tag, Eduard. Gut, dass du da bist. Paula, geh in deine Stube. Einen Augenblick noch. Als ich soeben meinen Fuß über diese Schwelle setzte, musste ich mich von deiner Tochter mit den Worten »Mein lieber, süßer Fritz« titulieren lassen. Ich habe nur eine kleine Anfrage an dich. Ist dir bekannt, wer dieser Fritz ist? Und wenn ja, was kannst du dir vorstellen, gegen diesen Fritz
zu unternehmen. Da wollte ich ja gerade mit dir übersprechen. Und dann hier auch. Ja, das ist was anderes. Paula! Walli! Komm, sonst werden wir noch mit Gewalt aus dem Saale entfernt. Mein lieber Eduard, wie du siehst, bin ich sowas von aufgeregt. Du weißt, ich habe alles getan, dass meine Tochter von Haus aus all die Regeln von Sitte und Moral mitkriegt, die in unserer Familie seit Jahr und Tag Tradition sind. Ja, ich weiß, meine liebe Emma, aber nun zur Sache. Wer ist dieser Fritz? Herr Rechtsanwalt Gerlach. Was? Der Kerl wagt er mit Paula heimlich ein Rendezvous abzumachen? Ja, also das bringt das Fass voll Schlechtigkeit zum Überlaufen. Aber wundern tut mich bei dem überhaupt nicht mehr. Ich kenne diesen Herrn mehr als genug. Ja? Ich persönlich. Au! Du weißt, meine liebe Emma, der ehrenwerte Justizrat, der viele Jahre lang Syndikus unseres Vereins war, hat vor einigen Tagen unsere Welt verlassen. Ja. Nun hat sich Rechtsanwalt Gerlach um diesen Posten beworben. Nee! Ja? Und als Vorsitzender wäre es nicht mehr als meine Pflicht, mich nach seiner Vergangenheit zu erkundigen. Für diese Angelegenheit war mal wieder unser lieber Schwager Wimmer mit seiner feinen Nase genau der richtige Mann. Uns sind da Sachen zu Ohren gekommen. Sachen sind uns zu Ohren gekommen. Ach. Guten Tag, mein lieber Schwager. Guten Tag, Emma. Guten Tag. Gut, dass ich dich hier treffe. Ich bin dahinter gekommen. Er ist das. Er ist der Vater von den unehelichen Drillingen. Drillinge? Auch das noch? Ja, die Ähnlichkeit war mir gleich verdächtig. Aber das ist noch gar nichts. Der Mann ist seit 4 Jahren verheiratet und hat 7 Kinder. Rechtsanwalt Gerlach! Ach was, Bierkutscher Söldchen. Also das interessiert uns im Moment jetzt unter Punkt 2. Ach, ihr sprecht von Rechtsanwalt Gerlach. Einen Moment. Was ist das denn? Oh, pardon. Ein Bild, das ich heute Morgen im Buchhändler Martenschaufenster gesehen habe. Ein Skandal ist das. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich geschämt habe. Und ich schäme mich auch, es dir zu zeigen, lieber Schwager. Willst du das mal sehen, Emma? Und nee. Ist ja Leder. Leder mit dem Schwager. Ach, du kennst diese Person. Leder. Unverschämt, sich so abfotografieren zu lassen. Aber Wimmer, diese Figur ist doch mythologisch. Das ist genau das richtige Wort. Direkte Bank mythologisch. Das Frauenzimmer soll mich kennenlernen. Mein lieber Freund, dein Mühen und Streben in allen Ehren, aber wir dürfen uns hier nicht zum Hampelmann machen. Ja. Also, ich habe dir das Wort für einen Vortrag erteilt. Fang an. Ja, kleinen Moment. Also, geh gerne. Also, 1903, Liebschaft mit einer Kellnerin. 1904, Beziehung zur Tochter der Wirtin. 1905, desgleichen mit einer Varieté-Sängerin. Oktober, desgleichen zu einer Modistin. 1910, Januar, Verhältnis mit einer Tänzerin. Was? Na ja, Tänzerin! Juli, desgleichen mit einer Trapezkünstlerin. Oktober, desgleichen mit einer Varieté-Sängerin. 1911, Pause. 1912, nichts Bestimmtes zu eruieren. 1913. Nun kommt es. Bemüht sich offensichtlich um die Tochter einer angesehenen Familie, trifft sich heimlich mit ihr hinter dem Musikpavillon. Bitte. Das ist auch schon bekannt. Ach, du kennst diese Person. Wer ist das? Unsere Paula! Aber das ist doch nicht möglich! Ja. Was sagt denn dein Mann dazu? Ach, Klinke, der hat doch bloß seinen Senf im Kopf. Für mich ist da noch kein Platz drin. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Und wenn sich das um Familienangelegenheiten handelt, darüber hab ich zu bestimmen. Und was Paula angeht, da hab ich auch schon was beschlossen. Ja, als ich letzten Monat zu unserer Tagung in Chemnitz war, ja, da hatte ich Logis bei der Vorsitzenden von der Chemnitzer Ortsgruppe, Frau Stadtrat Meisel. Frau Stadtrat Meisel? Ja, eine Dame, streng von Sitten und vornehm. Ja,
Wir sind gute Freundinnen geworden und haben beschlossen, dass Ihr Sohn, ein liebenswerter Junge, wie es scheint, unsere Paula heiraten soll. Ja, kennt sie ihn denn? Nee, aber ich habe gestern von seiner Mutter einen Brief bekommen. Ja. Er wird uns besuchen und ist schon abgereist. Und dann wird es sich schon zurechtlaufen. Der Herr Rechtsanwalt kommt mir jedenfalls nicht ins Haus. Aber sicher nicht zu sagen. Mich trifft der Schlag. Die ganze Sittlichkeitsbagage auf dem Dutt. Bagage? Guten Tag, Herr Klinke. Ach, Tag, Bubi. Ja, ich sehe, Herr Klinke, Sie gehen nicht konform mit unseren Bestrebungen. Nee, mit eurem Sittlichkeitsverein habe ich nichts an. Hast du Ärger gehabt im Geschäft? Du bist ja so gnatterig. Gnatterig? Ich komme hier Moorspiegen. Hier. Neuer Termin wegen Neumeier und Söhne. 2 Jahre geht der Prozess nun schon wegen der 200 Fass Senf, die auf dem Lager liegen. Ja, aber was ist denn mit dem Senf? Der war dem Neumeier nicht scharf genug. Das ist, ich sag dir, der Senf ist so scharf, der frisst dir Löcher in die Büchse. Ich hab den Prozess ja auch gewonnen. Na also! Na, dann ist ja alles in Ordnung. Nee, ist das eben nicht. Neumeier geht in die Berufung. Er hat sich einen neuen Rechtsanwalt genommen. So ein junger Schnösel. Und nun geht der ganze Thünenkram wieder von vorne los. Aber kannst du dich denn mit Neumeier im Guten einigen? Habe ich doch versucht. Ich habe den Rechtsanwalt angerufen und habe zu ihm gesagt, Menschenskind, nun haben Sie sich doch nicht so. Ehe der Prozess zu Ende ist, ist der Senf doch eingetrocknet. Da antwortet mir der Kerl, naja, dann können Sie da Schamottenkugeln ausdrehen. Oh, Junge, 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 der hat was zu hören gekriegt. Hornochse, das war doch das Freundlichste, was ich ihm an die Ohren gehauen habe. Hornochse. Ja, aber Ludwig, dann gibt es doch wieder einen neuen Prozess. Nee, eben nicht. Das war doch durchs Telefon. Da hat er doch keine Zeugen. Ludwig, mein lieber Ludwig, hast du wohl einen Augenblick Zeit für eine Sache, die nichts mit Senf zu tun hat? Nee. Ludwig! Was ist denn? Das handelt sich um unsere Tochter. Sie hat hinter unserem Rücken Herrn kennengelernt. Was sagst du nun? Patente der, ne? Ludwig! Na ja, sie ist über 20, sie muss sich anhalten. Also, das sind ja feine Sitten. Ja, klar doch. Mit den Mädchen ist es doch genauso wie mit dem Senf. Wenn sie erst eingetrocknet sind, macht da keiner mehr an. Denn hast du nichts dagegen, wenn sie diesen Herrn heiratet? Wenn sie leiden, na, warum nicht? Wer ist das denn? Herr Rechtsanwalt Gerlach. Oh, Rechtsanwalt Gerlach. Was, der Herr? Ja, kennst du ihn denn? Oh, Menschenskind, das ist doch der Hornochse. Paula! Paula! Ich hab deinem Vater alles erzählt. Und er ist ziemlich in Rage. Was bin ich? In Rage. Jawohl, jawohl, ich bin in Rage. Papa, ich hab ihn doch so lieb. Was? Den Hornochsen? Ich meine den Gerlach? Hm. Da sag ich nein, verstehst du? Der Kerl kommt mir nicht ins Haus. Der und mein Schwiegersohn. Also mich trifft der Schlag. Jawohl. Und damit wäre die Sache ein für alle Mal aus der Welt. Ich war so glücklich. Noch heute wollte er mein Vater seinen Antrag machen. Der Antrag ist abgelehnt. Aber und damit nicht. Schluss der Debatte. Also tschüss. Wimmer, komm mit. Was? Ja, komm mit. Ach so, ja. Ja, tschüss, Eduard. Och Gott. Emma. Ja, tschüss, Wimmer. So, und nun hab ich noch ein paar Worte mit dir zu wechseln. Ja, dann will ich auch los. Nee, Wally, ist mir ganz recht, wenn du mit dabei bist. Also alles, was heute passiert ist, hat mich und natürlich auch deinen Vater davon überzeugt, dass es das Beste ist, wenn wir dich so schnell wie es geht verheiraten. Ja, und ich hab auch schon einen Mann für dich. Mutter! Ja, aus einer gut situierten Familie. Der kann dir was bieten. Hm? Studiert, bescheiden und zahm wie ein Lamm. Oh. Ja, seine Mutter will das auch so. Hm? Und er wird uns heute noch besuchen. Hm? Und du wirst nett zu ihm sein. Ich will es so. Ich und dein Vater. Was will ich? Sehen wir uns deinen Bräutigam erstmal an. Vielleicht ist er gar
gar nicht so schlecht. Zum Waschlappen, der sich von seiner Mutter vorschreiben lässt, wen er heiraten soll. Und überhaupt, wenn Mutter mir schon was aussucht. Erinnerst du dich noch an das grüne Kleid mit den gelben Bändern? Oh, hör auf. Das ist wohl das Geschmack. Ich kann mir schon vorstellen, was da für ein Heini angeschießt kommt. Wenn ich denn an meinen Fritz denke. Na ja, so direkt vergleichen kann man die beiden nicht. Aber dafür hat er andere Qualitäten. Du hast es doch gehört. Er ist bescheiden und zahm wie ein Lamm. Ja, mit allen Worten, richtige Schlafmütze. Aber nun guck ich dir das ein. Was an meinem Verlauf ist, wenn es weiter mit dir ist. Tag, Kinders! Oh, Tag, mit Liedemeier. Na, Paula, was siehst du denn für eine Flunsch? Was ist denn los? Gar nichts ist los. Du siehst doch, sie freut sich. Komm, 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 du lass das dumme Lachen nach. Sieh zu, dass du einen Trink kriegst, mal los. Was hast du denn, Ludwig? Du tust ja so geheim. Ja, das ist ja auch geheim. Darum habe ich dich doch kommen lassen. Nun komm, setz dich hier erstmal ganz ruhig her und dann werde ich dir die Sache mal auseinanderpulen. Ne? Du machst mich ja ganz neugierig. Ach, guck erstmal nach nebenan, ob da nicht einer ist. Ah, hier ist keiner. Ja, wie? Ja, die Blärde, Mann. Nee, auch keiner. Ja, ja, komm, nun setz dich her. Ja? Setz dich. So, nun hör mal gut zu. Du weißt doch, der alte Justizrat, dass der sich immer um meine rechtlichen Sachen gekümmert hat, der ist doch gestorben. Ja, und Advokat Kreibig hat seine Praxis übernommen. Ja, ja, so ist das. Und auch meinen Prozess. Ja, aber nun ist da noch eine ganz kitzelige Sache. Eine sehr diskrete Angelegenheit, wo nicht jeder seine Nase reinstecken soll. Ja. Und Kreibig ist doch ein weitläufiger Verwandter von meiner Frau. Aha, dann lass dir die Akten doch einfach rausgehen. Das hab ich doch. Hier sitzt sie. Ludwig, worum geht es denn eigentlich? Hör zu. Das ist nur so was 25 Jahre her. Da war mal draußen im Tivoli eine spanische Tänzerin. Señorita Rosita, die spanische Fliege. Olé! Ja! Ja, das heißt, eigentlich hieß sie Röschen Zippel und kam aus Bautzen. Bautzen. Ja. Ich war damals ja noch nicht verheiratet, nicht? Ja, und wir haben eine Menge Spaß miteinander gehabt. Das heißt, alles in Ehren. Ne? Tja, und eines Tages war das Kind da. Kind! Ja, ich habe auch Augen gemacht. Mit mal kriege ich Bescheid, dass ich Vater geworden bin. Oh Gott. Ja, und ein paar Wochen später kam dieses Bild an. Oh, ein kleines Mädchen. Ach, was, das ist ein Junge. So? Ja. Was steht denn da hinten drauf? Kleines Gedicht. Freu dich, Papa, nun bin ich da. Wie nett von dem Jungen, dir sowas zu schreiben. Du hast dich doch auch gefreut. Ja, natürlich. Ich habe mich ganz bannig, habe ich mich gefreut. Ach, ich bin sofort zum Justizrat hingelaufen, nicht? Ich hatte mich doch gerade mit Emma verlobt und wollte mich nicht erst auf einen langen Prozess einlassen, nicht? Naja, und der Justizrat, der hat 24 Jahre lang jeden Monat das Geld für mich dahin geschickt. Aha. Und was soll ich nun an der Sache tun? Du sollst die Akte mitnehmen. Ja, sonst habe ich keine ruhige Minute mehr. Wenn meine Frau mit ihrem Sittlichkeitsfimmel dahinter kommt, wenn die was von der Geschichte erfährt, oh Gott, oh Gott. Um Gottes Willen, Sie, die Präsidentin vom Bund für Mutterschutz. Ach, die mit ihrem Mutterschutz. Ich bin schon die reinste Witzfigur. Weißt du, wie sie mich in der Stadt nennen? Den Mutterschutzmann. Aber ich verstehe von solchen Sachen nichts. Soll ich das nicht lieber? Nee. Nimm noch mal den Kabel ins Kontor. Ich muss eben noch mal Hier, fass an! Mal los, mach die Hände. Mein Gott, stell dich doch nicht so tüffelig an, Mensch. Ja. Linke, ich brauch mal eben... Ach, Onkel Telemeier, guten Tag auch. Guten Tag, liebe Emma. Ja, willst du mir nicht die Hand geben? Aber gewiss doch. Gern, liebe Emma. Sogar alle beide. Ja, Mann.
Luffy, Luffy, gib mal eben 100 Mark. Ich muss da was einkaufen. Ich kann nun nicht. Warum nicht? Ich habe beide Hände voll. Was? Ich habe beide Hände voll zu tun, nicht? Ja, und du kommst du und willst schon wieder Geld haben, nicht? Ja. Dann was soll ich? Ach so, ja. Warum hältst du denn immer deine Hände auf dem Rücken? Du liebe Zeit, du darfst schon nicht mal mehr meine Hände auf dem Rücken haben, nicht? So was. Komm her, hier hast du das Geld, du machst mich zufrieden. Hier, also, ich habe gar nicht so viel bei mir. Komm mal mit ihm runter ins Kontor, nicht? Jo, meinetwegen. Ja, komm mal. Tschüss, an Bettine Meier. Ja, tschüss. Das ist geil. Da bin ich mal auch. Ah, tschüss, Kinders. Tschüss, Herr Bettine-Meier. Was liegt da denn? Oh, guck mal, ein Baby. Ein Baby? Ja, das ist doch nicht. Guck mal, du hast das Mädchen nicht. Wollt ihr das Kind wieder hergeben? Ich werde die Akten doch lieber meinem Anwalt geben, sonst habe ich keine ruhige Minute. Tschüss, Kinders. Tschüss. Dann bin ich auch nach Hause. Ja, also, das bleibt dabei, Walli. Wie abgemacht? Ich gehe zur Post, telefoniere mit deinem Fritz und sag ihm, was hier passiert ist. Ja, alles. Auch, dass ich einen anderen heiraten soll. Ah, lass mich nur warten. Mhm. Fräulein, da ist ein junger Mann, der fragt nach ihrer Mutter. Ja, Walli, hast du das gehört? Hat er seinen Namen nicht gesagt? Er hat gesagt, er kommt aus Chemnitz und heißt Heinrich Meisel. Was? Verdammt, soll ich ihn reinlassen? Nein. Doch, sagen Sie ihm, das Fräulein lässt bitten. Ja, Walli, was fällt dir denn ein? Ich will ihn nicht sehen. So. Na, dann kümmere ich mich um ihn. Du? Was willst du ihm denn sagen? Ich werde ihm die Heiratsideen ausreden. So, das Fräulein lässt bitten. Ach. Verzeihen Sie, mein verehrtes Fräulein, bin ich still. Mein Name ist Heinrich Meisen. Setzen Sie sich doch. Bitte, setzen Sie sich doch. Wenn Sie gültig gestatten, noch ihn. Ihre Frau Mama ist wohl nicht zugegen. Nein. Das ist schade. Oh ja, das ist schade. Ja, das ist jammerschade. Ich sollte nämlich Grüße von meiner lieben Mama an Ihre liebe Mama überbringen. So, na, da wird sich meine Mama aber sehr freuen. Was haben Sie denn? Eine Motte. Tinea Sargitella, die Kleidermotte. Kommt doch bei uns in Chemnitz vor. Sie gestatten? Ach so, ja, natürlich. Eine Motte. Also bitte nun, dann setzen Sie sich doch, bitte. Danke. Fräulein, Sie werden mich wahrscheinlich jetzt für einen Zoologen halten. Ja, ja, an die Zoologie habe ich gedacht. Nee, ich bin Assyriologe. So? Ja, bei den alten Assyriern und Babyloniern bin ich zu Hause. Da weiß ich Bescheid, die kenne ich in- und auswendig. Aber wenn ich eine junge Dame unterhalten soll, dann stelle ich mich furchtbar dämlich an. Ach was? Nee, das weiß ich ganz genau. Mit den modernen Mädchen habe ich so gar keine Berührungspunkte. Wenn statt ihrer eine ältere Dame vor mir säße, die Königin Hatschepsut zum Beispiel. Wer? Königin Hatschepsut, 1290 vor Christus. Sie war die Tochter Kadaschmanharbi II. Mit der würde ich mich ausgezeichnet unterhalten. Tut mir leid, dass ich keine alte Mumie bin. Nee, darüber bin ich gar nicht böse. Eine alte Mumie könntest du nicht heiraten. Ach nee. Sie wollen mich heiraten? Nur allemal. Das heißt, vorausgesetzt, dass Sie nichts dagegen haben. Unsere Mamas sind ja längst einig darüber. So, bloß darum, na. Sie sind ja wirklich so ein richtiges Muttersöhnchen. Nee, Fräulein, so dürfen Sie das auch nicht auffassen. Ich hab's meiner Mama gleich gesagt. Ich sehe sie mir an. Aber wenn sie mir nicht gefällt, dann reise ich auf der Stelle wieder ab. Und nun leben Sie wohl. Hm?
Ja, wo wollen Sie denn hin? Na, auf die Bahn. Unverschämt. Na dann, gute Reise. Ich will doch bloß meine Tasche ins Hotel schaffen. Ach so. Und ich dachte, Sie wollen abreisen. Im Gegenteil. Empfehlen Sie mich Ihrer werten Frau Mama und ich werde mir erlauben, hier morgen meine Aufwartung zu machen. Auf Wiedersehen, mein verehrtes Fräulein. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Nehmt ihr Bescheid, dass ich da bin? Aber sicher doch. Na, krieg ich nur endlich einen Kuss? Nein, wenn Vater und Mutter das sehen. Also hör mal, ich bin doch hier und will um deine Hand anhalten. Fritz, ich soll den anderen heiraten. Was? Wen denn? Ein junger Mann aus Chemnitz. Er war gerade eben hier. Ach, der Lütte mit der Brille, dem ich auf der Treppe begegnet bin. Mhm. Na, vor der Konkurrenz ist mir nicht bange. Paula, der... Mein Fritz. Ja. So, mich trifft der Stab. Mein Herr, Sie wagen es, meiner Tochter einen Kuss zu geben. Beruhigen Sie sich, Sie kriegen auch einen. Ah. Herr, dass Sie auch. So was von Frechheit ist mir noch nicht vorgekommen. Was wollen Sie überhaupt hier? Bei Ihnen um die Hand Ihrer Tochter anhalten. Was? Paula und ich. Wir beiden sind uns schon lange einig. Damit ist die Angelegenheit ja eigentlich klar. Aber die Eltern wollen in solchen Dingen ja auch immer gefragt werden. Also, Schwiegervater, geben Sie Ihren Senf dazu. Mann, Herr, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass wir Ihnen unsere Tochter geben. Warum denn nicht? Was haben Sie denn an mir auszusetzen? Ha! Aha. Und Sie? Haha. Da ist was dran. Vielleicht können Sie mir das noch ein bisschen genauer auseinanderholen. Wenn Sie es wollen. Paula, bitte. Sag mal, Mutter, wo das doch um meine Zukunft geht. Bitte. Oh. Papa. Bitte. So, und nun wird mein Mann Ihnen mal erklären, was er von Ihrem Antrag hält. Bitte. Ludwig! Bitte! Ja, jawohl, ja. Also. Da ist erstmal Neumeier und Söhne. Ich hatte den Prozess schon gewonnen. Alles war in Ordnung. Oh, nun fängt er schon wieder mit dem Senf an. Das sag ich doch, nun fängt er schon wieder mit dem Senf an. Mit den 200 Fass, die auf Lager liegen. Was soll denn nun mit dem Senf werden? Das habe ich Ihnen doch schon am Telefon gesagt. Herr! Wenn Sie mir noch einmal mit Mockenkugeln kommen, dann juckt mir die Hand. Und das will ich Ihnen sagen, den Prozess. Den gewinne ich. Da verlassen Sie sich drauf. Herr! Na, ich muss Ihnen doch beweisen, dass Sie einen tüchtigen Rechtsanwalt zum Schwiegersohn kriegen. Also! Ludwig, es wird höchste Zeit, dem Theater hier ein Ende zu machen. Genau, beste Frau. Sagen Sie ja. Sonst werden Sie mich ja doch nicht los. Also, was kann Ihnen sonst noch Kummer machen? Das fragen Sie noch. Das fragt er noch. Sie haben Rendezvous mit unserer Tochter. Heimliche, hinter unserem Rücken. Aber beste Frau, haben Sie nie heimliche Rendezvous gehabt? Nee, niemals. Sie auch nicht, Herr Klinke?
Ich verweigere die Aussage. Und nicht bloß Ihre Rendezvous. Ihr Vorleben allein ist ein Skandal. Was denn, was denn, was denn? Vorleben hat er auch gehabt. Ja, Wimmer hat sich umgehört. Ach. 6 Liebschaften in 8 Jahren. Das ist nicht wahr. Was? Das waren 8 Liebschaften in 6 Jahren. Also das ist ja noch schlimmer. Ja. Und so einen Kerl sollen wir unsere Tochter hingeben, so ein Casanova. Ja, ja, so ein Kerl mit so einer zweifelhaften Vergangenheit in unserem Haus. Aber meine Herrschaften, gerade in den Häusern, die man sittenstreng nennt, passieren oftmals die ungewöhnlichsten Dinge. Hm? Ich kann Ihnen da mal einen Fall aus meiner Praxis schildern. Vor einer Reihe von Jahren hatte da mal ein ehrenwerter Bürger aus unserer Stadt was mit einer Tänzerin. Was ist da los? Eine spanische Tänzerin. Eine gewisse Senorita Rosita. Ach, Herr Mee, die spanische Fliege. Das interessiert uns hier doch überhaupt nicht. Doch, Ludwig! Nein. Ja, 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 ja! Lass den Herrn Doktor mal weiter erzählen. Bitte, Herr Doktor. Ach, du Liebe. Ja, Sie sagen mit einer Tänzerin, spanischen? Ja, sie hat draußen im Tivoli getanzt. Ja. Und dieser ehrenwerte Bürger schlich um sie rum wie ein Kater bei Vollmond. Siehst du, da war überhaupt nichts los. Überhaupt nichts los? Und warum war er dann eines Tages Bumsbats Vater? Vater? Vater, Vater im Himmel, der weiß alles. Und sowas erzählen Sie hier vor meiner Frau, das lasse ich nicht zu. Komm, Emma, geh so lange raus. Doch, bitte, bitte, Emma, komm, mein Goldstück, geh raus. Komm, komm, ist besser, komm, komm. So, siehst du. Los, hä? Sie erregen mein öffentliches Ärgernis. Ludwig, ich möchte doch zu gerne rauskriegen, wer dieser ehrenwerte Bürger ist. Na, das kann was werden. Ja, Sie sagen, der Herr ist so Bumsbatz Vater geworden. Emma, er konnte doch nicht Mutter werden. Eines Tages bekam er die Nachricht von dem freudigen Ereignis. Und ein Bild von seinem kleinen Wonneproppen. Hier ist das. Das Bild hat er auch. Oh, zeigen Sie doch mal her. Nein, das lasse ich nicht zu, Emma. Warum denn nicht? Emma, so ein splitternacktiges Kind, das ist doch direkt in meinem unsittlich, ist das doch nicht. Ach was, womöglich kümmert sich der Vater nicht mal um die Lüttedeeren. Das ist doch ein Jung. Was ist das? Junge, wollte ich sagen. Der Vater, das ist vielleicht einer, was? Ja, ja. Wer ist denn der Vater? Tja, seinen Namen darf ich Ihnen natürlich nicht verraten. Was für ein Glück. Schade. Das würde mich als Präsidentin des Vereins für Mutterschutz doch gerade interessieren. Ach, hat denn der Kleine Ähnlichkeit mit seinem Vater? Na, rauf und runter. Wenn ich mir das Bild hier so angucke, dann ist mir, als wenn ich den Vater direkt vor mir hätte. So ein gemeiner Kerl! Sie sehen, beste Frau, sowas kommt in den besten Familien vor. Ja. Und mir macht das überhaupt nichts aus, der Schwiegersohn von diesem Mann zu werden. So, dann werden Sie es doch. Ich sag da jedenfalls nicht Ja zu. Na. Und mein Mann auch nicht. Nicht Ludwig? Ich? Junge, da habe ich mich ja schön ins Zimt gesetzt. So, Kines, da bin ich wieder. Herr Tiedemeyer, so, ich muss eben noch mal weg. An Onkel Tiedemeyer, Herr Rechtsanwalt. Wo willst du denn hin? Zu Wimmer. Ich muss doch rauskriegen, wer der Vater von diesem kleinen Wurm ist. Nee, das hat mir gerade noch gefehlt. Tiedemeyer, du Unglücksvogel. Wo sind meine Akten? Da mach dir mal keine Sorgen, die sind in den besten Händen. Ja, und wer hat sie jetzt? Hier, Herr Rechtsanwalt Gerler. Oh nein, mich trifft der Schlag. Noch, pass mal auf. Du, wo du hin? Ha! Siehst wohl, der Käse doch voll. Ach, machen Sie das? Oh, diese verdammten Motten. Oh, Tinea, sagen Kinder. Die Kleidermotte. Ist Paula zu Hause? Ja, sie ist
davon, Walli. Ich rufe Sie mal eben. Hey, Walli. Ja? Wollen Sie doch mal. Der Herr, der gestern hier war. Ach, der Lütte aus Chemnitz. Ja, ja, gerade den meine ich. Ist er heute schon hier gewesen? Nee, Fräulein. Dann ist ja gut. Aha. Frau Paula, von Walli ist da. Danke, Mann. Ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Wann? Gut, dass du gekommen bist. Ist denn gestern noch was passiert? Ach, das ist das ja gerade. Ich weiß von nichts. Nichts. Von Fritz habe ich weiter nichts gehört. Vater und Mutter sagen auch nichts. Nichts. Oh, das ist grässlich. Was ist denn das für ein Haufen Bücher? Ach, aus der Bibliothek. Die Geschichte Babyloniens und Assyriens? Leitfaden zur Erforschung der Keilschrift? Seit wann liest du denn sowas? Oh, immer schon. Du glaubst nicht, wie interessant das ist. Bei den ersten 5 Zeichen einer Keilschrift oder Nagel... Fritz? Fritz! Was ist denn eigentlich los? Mutter hat die halbe Nacht Einladung geschrieben für eine Extrasitzung. Der ganze Sittlichkeitsverein wird mobilisiert. Ja, nun wird Gericht abgehalten. Über dich? Nein, diesmal haben sie sich einen anderen Sünder ausgesucht. Oh, Fritz. Um was geht's hier eigentlich? Nichts für Leute, der Ernst. Na, und dein Vater? Kann man nun wieder besser mit ihm reden? Der ist ganz schön in Rage. So habe ich ihn noch nie gesehen. Bestens. Und das wird noch viel schlimmer. Na, viel dann. Wenn er dich hier sieht. Ja, dann trifft ihn der Schlag. Aber so allmählich wird er sich schon an mein Gesicht gewöhnen. Ich gebe keine Ruhe, bis er auf den Knien bettelt, dass ich sein Schwiegersohn werde. Oh. Fräulein, der junge Herr aus Chemnitz ist wieder da. Herr Meisel, soll ich ihn reinlassen? Nein, will ihn nicht sehen, diesen grässlichen Menschen. Hör aber mal auf, du tust ihm Unrecht. Er ist nett und sympathisch. Ein Monstrum ist er. Das ist nicht wahr. Pardon, wer ist denn nun eigentlich dieses nette, sympathische Monstrum? Das Ekelpaket, das Mutter für mich ausgesucht hat. Mein Konkurrent? Mhm. Ach, na den will ich mir doch mal angucken. Ich kann auf seine Bekanntschaft verzichten. Ich hab was. Was mache ich denn nun? Ich hole ihn rein. Na, wart's ab, Junge. Du bist froh, wenn du wieder in deiner Eisenbahn sitzt und nach Chemnitz zurückdammst. Fräulein Walli. Ja. Bleiben Sie ruhig hier, das wird ein Spaß. Oh nein, ohne mich. Bitte schön. Meisel. Hallo. Verzeihen Sie, mein Name ist Heinrich Meisel. Sehr angenehm, Dr. Gerlach. Freut mich außerordentlich. Bitte. Danke. Herr Doktor, sind wohl ein Verwandter des Hauses? Noch nicht. Aber ich gehöre, wenn man so will, zur Familie. Das freut mich. Na, dann werden Sie wahrscheinlich auch ein Grund meines Hierseins kennen. Ja, natürlich, den kenne ich ganz genau. Es ist der Wunsch meiner Mama. Und ich möchte auch gerne einen Gefallen tun. Was glauben Sie, Herr Doktor? Aber ganz ehrlich, meinen Sie, dass ich der geeignete Mann für Fräulein Klinke wäre? Tja, ich weiß nicht so recht. Ich habe mir den Mann für Fräulein Klinke eigentlich anders vorgestellt. Etwas flotter und vor allem dreister. Ja, sehen Sie, wenn ich das wäre, würde ich auch keine Sekunde zögern, mich zu erklären. Aber unter uns gesagt, ich habe einen Heidenbammel. Was haben Sie? Ein Bammel? Ja, ich traue mich nicht. Meine Mama hat mir ja allerdings vor meiner Abreise gewisse Direktiven gegeben. Sie hat mir errötend anvertraut, wie mein Papa sich ihr vor 28 Jahren genähert hat. Aber ich glaube kaum, dass diese Art heute noch in Mode ist. Da habe ich allerdings auch so meine Bedenken. Gerade was das angeht, ist da ziemlich viel Bewegung in die Sache gekommen in den letzten 28 Jahren. Sehen Sie, das Fräulein gefällt mir nämlich ausgezeichnet. Ach. Könnten Sie mir nicht einen guten Rat geben? Ich habe keine Ahnung, wie man das Herz einer jungen Dame gewinnt. Aber das tue ich doch gern. Also, heutzutage wird da nicht lange getackelt. Da geht man da flott drauf los und dann ran. Passen Sie mal auf. Ach bitte, kommen Sie doch mal. Sie? Was ist denn? Meisel. Angenehm. Sehen Sie, hier steht die junge Dame. Und da stehen Sie.
Nun gehen Sie einfach an die junge Dame ran, nehmen Ihren Kopf und drücken ihr so lange einen auf, bis ihr die Luft wegbleibt. Fritz, lass das doch! Na, was sagen Sie nun? Großartig! Das muss ich aber versuchen. Bah! Du liebe Zeit! Herr Meisel! Ja, haben Sie das nun begriffen? Nun freilich, nun weiß ich, wie es geht. Aber hören Sie mal, Sie scheinen der jungen Dame hier auch nicht ganz gleichgültig zu sein, hm? Na, endlich hat er es gemerkt. Also, geben Sie nun auf? Nee, nur erst recht nicht, wo die Sache so einfach ist. Ich danke Ihnen auch recht schön, dass Sie sich meinetwegen so strapaziert haben. Hm? Oh, danke. Und, nicht wahr, wenn es dazu kommen sollte und Fräulein Klinke und ich, wir werden Mann und Frau und, naja, ich weiß wieder mal nicht Bescheid. Na, dann kommen Sie mal zu mir. Ist ein richtig netter Mensch. Und seine Methode gefällt mir. Herr Meisel, Sie sind da? Na, freilich. Ein zu hübsches Mädchen. Der Herr Rechtsanwalt hat Ihnen doch nichts getan. Der Herr Doktor? Mir? Im Gegenteil. Ja, aber er hat Ihnen doch... Ich meine, Sie wissen Bescheid? Ja, nun weiß ich, wie es geht. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Was hat er Ihnen denn gesagt? Er hat gesagt, ich soll... Ja, was denn? Ach, was ich riskier's. Ja, also, Herr Meisel, mir bleibt ja die Luft weg. Ja, das ist gut, so gehört sich's. Aber Herr Meisel, was denken Sie sich eigentlich? Oh. Entschuldigen Sie, mein verehrtes Fräulein, Entschuldigung, wenn ich vielleicht so stürmisch war, aber der Herr Doktor hat mir gesagt, wenn man Mädchen lieb hat... Ja, haben Sie mich denn lieb? Nur freilich, sonst hätte ich mir noch nie erlaubt. Und wenn Sie nur die Güte hätten, mich auch ein bisschen gern zu haben, dann... Dann würde ich mir noch heute erlauben, mit Ihrem Herrn Papa zu sprechen. Oh ja. Darf ich? Wo Sie mich doch nun schon geküsst haben. Nicht wahr? Das könnten wir eigentlich gleich noch mal machen. Ja. Auf Wiedersehen, mein Engel! Das ging ja wie geschmiert. Nanu, Herr Meisel, bravo! Herr Doktor, ich bin Ihnen ja so dankbar. Noch heute gehe ich zu Herrn Klinke und halte um seine Tochter an. Donnerschlag! Sie haben Courage! Und das verdanke ich Ihnen! Und nun habe ich noch eine Bitte an Sie. Sie sind doch sicher sehr befreundet mit Herrn Klinke. Freunde? Der Mann hat mich direkt ins Herz geschlossen. Ja? Na, ich möchte doch einen möglichst günstigen Eindruck auf ihn machen. Aha. Das verstehe ich. Da kann ich Ihnen auch einen guten Rat geben. Ja? Sie gehen auf ihn zu, breiten die Arme aus... Weil ich schon bis ihm die Luft wegbleibt. Nein, Herr Meisel. Sie breiten die Arme aus und sagen, freue dich, Papa, nun bin ich da. Weiter nicht. Papa? Wieso denn Papa? Sie doch sein Schwiegersohn werden wollen. Ach so, ja richtig, natürlich. Freu dich, Papa. Nun bin ich da. Sie werden sich wundern, was Sie mit den paar Worten alles in Gang bringen. Meinen Sie? Na klar. Herr Doktor, ich danke Ihnen. Sie sind ein rechter Mensch. Na ja. Oh, da kommt Herr Klinke. Oh, kann ich gleich mit Ihnen drüber? Nein. Erst muss ich mit ihm alleine sprechen. Wenn er mich gesehen hat, dann ist er in der richtigen Stimmung. Guten Tag, Herr Klinke. Ach, tschüss. Ach, tschüss, Herr Klinke. Herr. Wollen Sie mir die Pest am Hals ärgern? Aber Herr Klinke, für was halten Sie mich dann? Das will ich lieber nicht laut sagen. Na, warum denn nicht? Sonst muss ich mindestens für 6 Monate ins Kaschott. Wegen Beleidigung. Ja, ich kenne mich auch so ein bisschen mit Gesetzen aus, ne? Ah. Jawohl. Und wissen Sie, was das gestern mit dem Bild war? Versuchte Nötigung. Wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft. Und wenn Sie nun nicht machen, dass Sie rauskommen, dann ist das Hausfriedensbruch. Und da gibt's noch mal 3 Monate für. Und dann bin ich Sie für ein halbes Jahr los. Das könnte Ihnen so passen. Was wollen Sie denn schon wieder von mir? Ich wollte Sie um Rat fragen. So, ach, dann rate ich Ihnen. Sie wissen ja noch gar nicht, worum es geht. Da waren nämlich ein paar Herrschaften bei mir. Ja, das ist ja gut. Und haben mich gefragt, ob ich nicht der Syndikus für den Verein für Mutterschutz werden möchte. Junge, das ist ja eine hohe Ehre. Ja, nicht wahr?
Aber die Herrschaften stellen die Bedingung, dass ich Ihnen gewisse Akten zeigen soll. So. Tja, und dieses Bild hier. Ach, und das haben Sie getan? Trauen Sie mir das zu? Ihnen traue ich alles zu. Nein, Herr Klinke. Ich habe das abgelehnt. Oh, oh. Die Akten gehören doch Ihnen. Oh. Und hier haben Sie das Bild zurück. Oh, nee. Ich habe doch schon immer gesagt, ein hochanständiger Mensch. Freut mich. Nun werden Sie mir doch auch Ihre Tochter anvertrauen. Kommt gar nicht in Frage. Also hören Sie mal. Jetzt, wo ich das Bild wieder habe. Sie wollen nicht? Nein. Na, dann überlege ich mir das mit dem Syndikus noch mal. Oh, nee, ich habe doch schon immer gesagt, ein gemeiner Kerl. Und Sie wollen mein Schwiegersohn werden? Ja. Nein. Ja. Nie nicht. Ho, das werde ich doch. Da verlassen Sie sich mal drauf. So, so. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Kopf stellen, ich will Kopf stellen. Ach, du liebe Zeit, meine Frau. Die darf sich hier nicht sehen. Los, hier raus und dann durch die Tür dadurch. Tschüss, Schwiegervater. Ach, mach mal. Da hat Tiedemeier ja schön was angerührt. Hätte ich dem alten Schafskopf doch bloß nichts erzählt. Ludwig! Ludwig! Und wenn meine Emma das nur rauskriegt, um zu sagen... Ludwig! Ja! Ludwig! Heute krieg ich das raus! So. Marie! Na, was denn? Wer der Vater ist! Sag mal, hast du nichts anderes zu tun, als deine Nase in andere Leute Sachen zu stecken? Na, hör mal! Gerade weil sich das um ehrenwerten Bürger handelt, ist das unsere Pflicht, streng und ohne Erbarmen vorzugehen. Oh, soll das arme Wurm im Rinnstein verkommen? Und der Vater, dieser Wüstling, der sitzt hoch und trocken bei seiner Frau. Und die hat von nichts eine Ahnung. Auch diese Frau muss die Wahrheit zu wissen kriegen. Wir müssen Licht in die Sache bringen. Lass das mal lieber, Duster. Nee, du. Wir haben Wimmer schon mit der Nase drauf gestoßen. Ja. Und Wimmer macht nur seine Recherchen. Emma. Das heißt Recherchen. Hab ich doch gesagt. Jedenfalls kümmert er sich da um mich. Sag mal, wo ist denn meine Brille? Hast du die gesehen? Nee. Oh, dann ist sie in der Küche. Ja. Oh, nee, oh, nee. Mich trifft der Schlag. Tag, Klinke. Tiedemeier, du warst es und kommst noch mal hierher. Ludwig, du musst entschuldigen, aber ich konnte nicht erahnen. Ach, du hast vielleicht was angerührt. Ausgerechnet dem Rechtsanwalt Gerlach, den ich absolut nicht riechen kann, ausgerechnet dem musst du meine Akten geben. Das habe ich doch nicht gewusst. Ach, nicht gewusst, nicht gewusst. Der ganze Mutterschutz, der sucht schon nach dem unehelichen Vater. Wie die Polizeihunde sind sie hinter mir her. Wimmer, der schnüffelt schon überall rum. Ach du liebe Zeit. Wenn das rauskommt, aber das sage ich dir, wenn meine Frau zu wissen kriegt, dass ich das bin, ja, dann kannst du was erleben. Du, denn trifft dich der Schlag. Mein Zeit, da habe ich ja was angerührt. Ach, Onkel Tiedemeier, du bist gekommen. Ich dachte, Wimmer wär's. Ja, ich brauche ihn nämlich ganz nötig. Ich weiß. Ja? Hast du auch schon davon gehört? Oh, du, das wird was geben in der Stadt. Das soll ja eine ganz bekannte Persönlichkeit sein. Emma, nun sei doch vernünftig. Denk doch bloß der arme Mann. Nee, sag lieber das arme Kind. Das ist doch schon ein ausgewachsener Bengel. Wer? Na, das Kind. Das ist doch schon 24 Jahre alt. Woher weißt du das? Ach, hey, hey. Möchtest du mir das nicht mal erklären? Gewiss doch, klar. Was sage ich denn jetzt bloß? Was sage ich denn jetzt bloß? Guck mal, meine liebe Emma, sowas kommt doch nicht alle Nase lang vor. Das musst du dir nicht so zu Herzen nehmen. So eine Tänzerin. Na, woher weißt du, dass das eine Tänzerin war? Ach, hey. Onkel Tiedemeier, du weißt noch mehr. Das sehe ich dir an. Und nun mal raus mit der Sprache. Ich? Ich weiß nichts, aber dein Mann? Mein Mann? Du, was hat Ludwig denn damit zu kriegen? Nix, absolut nix. Ich hab Schuld an der ganzen Geschichte. Ich allein. Du? Ja, ich hab das Unglück angerichtet. Onkel Tiedemeier. Also du? Ja, ich. Du bist der Vater.
Der Vater? Was denn für ein Vater? Fall dir das nicht ab. Dein schlechtes Gewissen hat dich verraten. Komm, und nun musst du mir alles ganz genau erklären. Hätte ich mich bloß nicht auf die Sache eingelassen. Komm, Onkel Tietemeier, aber mal los. Ich bin sowas von kribbelig. Ich halte das heute einfach nicht aus bei meinem Senf. Wenn Wimmer da nur hinterkommt, Mensch. Herr Wimmer ist draußen. So, nun komm ich vors Brett. Ludwig, bist du allein? Ja. Komm rein. Ich muss mit dir über eine ganz diskrete Angelegenheit reden. Ich kann mir schon denken, wo sich das umdreht. Du weißt, wer der Vater ist. Ich habe das schon lange gewusst. Was? Und du hast nie ein Wort davon erzählt? Na, kein Mensch. Schimmer, das hätte ich dir nicht zugetraut. Na ja, ich war damals noch ein junger Kerl. Das sind nun 25 Jahre her. Da war mal draußen in Tivoli eine spanische Tänzerin, Senorita Rosita. Die spanische Fliege wurde sie genannt. Erinnerst du dich noch? Ja, soeben, ja. Ja, aber erzähl mal weiter. Na ja, ich hab sie mal zum Abendbrot eingeladen. Wir beide waren ganz fidel und vergnügt. Und eines Tages, ich hatte die Geschichte schon lange vergessen, bekam ich dieses Bild hier. Ja, was ist das? Ein Kind. Mein Kind. Dein Kind? Ja, ich bin der Vater. Du? Ja. Mich trifft der Schlag. Ja, lach du, Mann. Aber stell dir doch mal vor, du wärst an meiner Stelle. Ich als Vorstandsmitglied vom Sittlichkeitsverein. Ich bin ja blamiert. Ja, siehst du, was machst du auch so dummes Zeug? Ja. Wer konnte auch ahnen, dass du nach 24 Jahren, du als deine Frau mir die Geschichte erzählt, ich dachte, mich trifft der Schlag. Komm, setz dich her. Setz dich. Aber nun sag mir mal, weißt du denn auch ganz gewiss, dass das dein Kind ist? Wissen kann man sowas nie. Nee, das ist wahr. Aber auf jeden Fall ist da doch eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, gewaltige Ähnlichkeit. Ja, findest du auch? Mhm, auch ein Wasserkopf. Ja. Ach, nun lass doch diese Witze. Das ist sogar ein sehr hübsches Kind. Ja, klar. Und so fliesch. So jung wie das war. Weißt du, was das Kind da gemacht hat? Ja, ich kann mir das denken. Einen Vers hat es mir gemacht. Hier hinten drauf steht er. Freu dich, Papa. Nun bin ich da. Wo weißt du das denn her? Menschenskind, ich habe nur dasselbe Bild gekriegt. Du auch? Im Dutzend billiger. Aber hör mal, ich habe 24 Jahre für das Kind bezahlt. Ich auch. Das ist nicht wahr. Ich Schafskopf. Nee, ich. Also komm. Darüber wollen wir uns nicht streiten, nicht? Ja, aber du hast recht. Das muss ein bannig-bleaches Kind sein. Ja. Hat sich die beiden größten Dösballers ausgesucht. Ja, aber sag mal, weißt du eigentlich, was aus deinem Sohn geworden ist? Das ist auch dein Sohn. Nee. Ich hab mich gerade von ihm losgesagt. Ja. Oh, du hast recht. Das muss so ein richtiger Filou geworden sein, nicht? Viel weiß ich ja auch nicht. Aber vor 10 Jahren bekam ich Bescheid, ich sollte 5000 Mark schicken, damit der Junge was Rigelles lernt. So. Und du warst so dämlich und hast das Geld dahin geschickt? Ja, ich auch. Und so ein Schwindel, nicht? So ein hinterlistiger Kram. Ludwig, ich habe es doch nur gemacht, weil ich Angst hatte, dass der Junge hier aufkreuzen könnte. Oh, Mensch, halt auf, das wäre eine schöne Bescherung. Du, was habe ich denn bloß meinen Mutterschutz? Ja.
Ich soll rauskriegen, wer der Vater ist. Ausgerechnet ich. Ja, ja, und meine Frau, die gibt nicht auf, du. Da bin ich ja so bang. Ja, ich auch, Mensch. Du musst hier verschwinden. Ja, wenn sie uns hier zusammen sieht, dann riecht sie vielleicht den Braten. Aber sie wird doch nachfragen. Na ja, dann sagst du ganz einfach, das Kind ist tot. Masern oder Windpocken, ne? Masern oder Windpocken. Ja, aber wenn sie nun fragt, wer der Vater ist. Ja, dann sagst du ganz einfach, das wüssten wir auch gerne. Das wüssten wir auch gerne. Nicht? Wir wüssten das auch gerne. Das wüssten wir auch gerne. Mann. Die Geschichte wird immer verdrehter. Oh nee. Wenn der Junge nun wirklich hier eines Tages aufkreuzt. Oh Gott. Der junge Herr ist wieder da, Herr Klinke. So? Was für ein junger Herr denn? Oh, der war heute schon mal da und gestern auch. So, was will er? Ist das wegen Geschäft oder was? Nee, ich glaube, das geht um eine Familienangelegenheit. Familienangelegenheit? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Oh, Herr Klinke, wo das doch um Ihr Kind geht. Was sagst du? Nun ja, Sie sind doch nun mal der Vater. Der Vater? Sollte der Junge denn vielleicht... Ach, natürlich. Hab ich doch gleich gemerkt. Aber das, ich meine, das ist ja gar nicht möglich. Lass ihn rein. Ja. Herr Klinke lässt bitten. Freu dich, Papa. Nu bin ich da. Ich triff das Schlag. Gestatten Sie, dass ich Ihnen als Vater des... Dass ich Ihnen als Vater... Halt den Zappel! Ein Glück ist niemand da. Wimmer, rauf und runter. Sehen mich so aufmerksam an. Gefall ich Ihnen nicht? Doch. Ich habe eben bloß eine Ähnlichkeit festgestellt, ne? Nicht wahr? Sie glauben gar nicht, wie viele Leute nicht ähnlich sehen. Ja. Das kann ich mir denken. Aber nun sagen Sie mir mal, was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, hierher zu kommen? Das war eigentlich die Idee von meiner Mama. So. Ach. Ja. Was macht sie denn immer noch so, die spanische Fliege? Bitte? Ich meine, wie geht's ihr denn so? Immer noch? Naja, vielleicht weiß er das nicht. Ist sie immer noch gut zu Fuß? Ja, danke. Ich soll übrigens die besten Grüße von meiner Mama an ihre liebe Frau stellen. Mädchenskind, seien Sie bloß still. Die weiß da doch nichts von. Ja, aber meine Mama hat mir doch gesagt... Und sie darf da auch nichts von zu wissen kriegen. Sie ist doch im Verein, im Vorstand des Vereins, zur Hebung der Sittlichkeit. Meine Mama auch. Die auch? Feiner Verein, ne? Ja, und es ist doch nur mal Ihr Herzenswunsch, dass ich mich verheirate. Ach
so. Und darum sind Sie zu mir gekommen? Naja, ich muss Sie als Vater doch erst um Ihre Einwilligung bitten. Ja, natürlich, richtig, ja. Du komm ich da erst hinter, ne? Eigentlich nicht von dem Jungen, ne? Sie haben also nichts dagegen. Ach, warum sollte ich wohl, ne? Papa! Sag mir mal, mein Junge. Duzt mich schon. Was hat deine Mutter dich denn so lernen lassen? Ich meine, was bist du? Ich bin Assyriologe. Was bist du? Assyriologe. Na ja, sowas gibt es. Ja, und was verdienst du da so? Ich meine, so in der Woche? Ich habe keine feste Anstellung. Ich schreibe augenblicklich ein Werk über den König Shamashumukin. Und da habe ich eine aufsehenerregende Entdeckung gemacht. So, was denn? Ich habe herausgefunden, dass Karasharbash, der allgemein für den Sohn des Ashurishishi gehalten wurde, wahrscheinlich der Sohn des Burnapurias war. Was sagen Sie dazu? Das hätte ich nicht gedacht. Es ergäbe sich hieraus die überraschende Tatsache, dass Karasharbash zwei Väter hatte. Aber das ist ja nicht möglich. Oh, oh, sag das nicht. Sag das nicht. Wenn sie beide bezahlt haben. Bitte? So etwas kommt ja mal vor, nicht? Du kannst dich auch verloren, du. Ja, aber nun sag mir mal, warum hat deine Mutter dich denn nicht nun ein reelles Handwerk lernen lassen? Schmied oder Bäcker, was Reelles? Erlauben Sie die Assyriologie? Ach, Quatsch! Was geht dich das an, wie viel Väter der Kladderadatsch gehabt hat? Du hättest ein ehrliches Handwerk lernen sollen. Das wärst du deinen Vätern schuldig gewesen. Nicht? Das kannst du deiner Mutter mal bestellen. Meine Mama hat mir immer gesagt, folge deinen Neigungen, mein Junge, wenn es auch nichts einbringt. Dein Papa hat's ja dazu. Ja, natürlich. Na ja. Und nun, wo Sie mit meiner Heirat einverstanden sind, na, da werden Sie sich auch nicht lumpen lassen. Ach du liebe Zeit, nun geht das schon wieder an meine Brieftasche. Na schön, hier hast du 20 Mark. So, nun ist aber Schluss, ne? Ja, aber Herr Klink... Nichts, komm, mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Ludwig, also, Ludwig, ja? Was soll ich sagen, Masern oder Windbrocken? Oh, pardon. Guten Tag. Und was für einer? Ja, hör mal. Kannst du dir nicht denken, wer das ist? Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Na, dann sag ich dir. Aber das ist doch nicht möglich. Doch, doch. Du bist auch unmöglich. Wer ist denn der freundliche Herr? Das ist auch ein Verwandter von dir. Ja? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich auch. Guck mal, Ludwig, von der Mutter hat er gar nichts. Sie kennen meine Mama? Ein klein wenig. Grüße Sie von mir. Du feiert hier kein Familienfest, nicht? Der Junge muss hier verschwinden. Wenn ihn hier jemand findet, komm, hau ab. Ja, was soll ich denn jetzt mit 20 Mark anfangen, Junge? Also, das langt ihm noch nicht. Gib ihm auch was. Gern. Hier, mein Sohn, hast du auch 20 Mark von mir. Ja, aber Herr Klink, jetzt habe ich hier 40 Mark. Hör mal zu. Du wirst hier nicht ausverschämt, mein Junge. Raus mit dir, los, ich tue das. Da kommt Burwig. Ach du liebe Zeit. Burwig. Burwig darf dich hier nicht sehen. Nee, bloß raus. Ja, ja, raus. Du bleibst hier, du bleibst hier. Du kommst mit, du bleibst hier. Du kommst mit, du kommst mit. Wir fangen ihn an und jetzt stecken wir in den Kontor. Ja, je, was ist denn nur? Die beiden sind so eh nass. Ich muss mich erst mal setzen, das ist ja furchtbar. Fräulein Walli! Ach, Fräulein Walli. Was haben Sie denn, Herr Meisel? Ich habe eben mit Ihrem Herrn Papa gesprochen. Ja, und? Na, er hat gesagt, er hat nichts dagegen. Na, also? Und dann hat er mir 20 Mark gegeben. Wer? Herr Klinke. Klinke?
dachte, Sie haben mit meinem Vater geredet. Naja, das ist doch Ihr Papa. Aber nein, mein Vater ist der Reichstagsabgeordnete Wurwig. Irren Sie sich da auch nicht? Nein. Ach, herrje, ich habe meiner Mama schon telegrafiert, ich hätte mich Hals über Kopf in Fräulein Klinke verliebt. Also Wurwig. Wurwig? Na, der ist eben gerade angekommen. Ja? Na, mit dem müssen Sie reden. Nun los! Ich weiß nicht, nö. Nun habe ich alle Courage verloren. Warum denn? Weil die alle solche Angst vor ihm haben. Achtung, Tüch. Sie müssen sich ein bisschen couragiert aufstellen, ihn einfach überrumpeln. Na, kommen Sie. Ja, was soll ich denn jetzt mit Pferd zum Hagen anfangen? Na, kommen Sie erst mal mit. Gott sei Dank, der Bengel ist weg. Ja, dann kommen Sie mal, lieber Bobi. Kommen Sie, kommen Sie. Was ist denn nun? Ich war schon bei dir zu Hause, um nachzufragen, was bei deinen Recherchen rausgekommen ist. Und wegen dem Namen von dem unehelichen Vater, also du hast das Wort. Lieber Schwager, bis nun waren alle meine Recherchen vergebens. Eduard, weißt du, wer der Vater ist? Nein, leider nicht. Und Wimmer hat das auch nicht rausgekriegt. Dann will ich euch das sagen. Du liebe Zeit, sie weiß es. Butler, ob sie tut. Ihr werdet es nicht glauben. Wer ist das denn? Jemand, der zu unserer Familie gehört. Sie meint mich? Nee, mich. Jemand, der zu unserer Familie gehört? Onkel Tiedemeier. Tiedemeier. Was? Der auch? Nein, komm. Du? Ja, er hat das lange Zeit abgestritten. Aber nun hat er es zugegeben. Anton, du solltest dich schämen. Hör mal. Pfui, sag ich. Pfui. Aber ich, ja. Pfui, Anton, schämen solltest du dich. Also zur Sache, das Kind. Was ist mit dem Kind? Das Kind ist tot. Tot? Da ist das Kind. Verzeihen Sie, meine Herrschaften. So, nun ist es aus. Herr Klinke, ich habe mich vorhin geirrt. So? Sie sind ja gar nicht. Nee. Habe ich vielleicht die Ehre mit Herrn Wurwig? Wurwig, ja, das bin ich. Papa! Mein Paula, ist das bloß der Menschlichkeit? Mein Paula? Ja. Ich begriff das nicht. Ich begriff das nicht. Marie, was wollen Sie denn? Mein Paula, nun sagen Sie mal. Was hat er denn nur eigentlich angestellt? Wer? Ihr Bräutigam. Wieso? Was ist denn mit ihm? Was, das wissen Sie noch gar nicht. Nee, was denn? Na, rausgeschmissen haben Sie ihn. Herr Wimmer und Herr Klinke. Rausgeschmissen? Mein Fritz? Fritz? Nee, in Lüttensachsen. So den? Was ein Glück. Paula! Walli, ich bin ihn los. Wen meinst du denn? Heinrich, das zahme Lamm. Ach, Vater hat ihn rausgeschmissen, sagt er. Ja, warum denn? Ja, das weiß ich nicht. Und mit seinen schlechten Augen ist er dann auch noch die Treppe runtergefallen. Liebe Zeit, hat er sich was getan? Nee, nee. Er hat sich bloß ein bisschen glumsch auf den Moos. Pardon, auf den Achter ist eben gesetzt. Und dabei ist er doch so einen netten Menschen. So bescheiden und herzensgut. Der arme Kerl. Denn wie er die Treppe runtergefallen ist, hat er zwei Goldstücke verloren. Ja, hat er mir geschenkt. Nobler Charakter. Und ich habe ihn doch so lieb. Ach, so ist das. Ja, Walli. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich bin ja so unglücklich. Tröste dich mal mit mir. Mir geht's nicht anders. Ich krieg meinen Fritz ja auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das traurig. Wenn Sie gestatten, meine Damen, heul ich ein bisschen mit. Konnte sowas denn nur passieren? Ich wollte es doch recht forsch machen. Ich ging auf Ihren Papa zu und habe ihn umarmt. Aber kurz darauf hatten mich die anderen schon beim Schlawittchen. Haben Sie sich wehgetan? Brauchen Sie mich. Wo denn? Brauchen Sie mich. Setzen Sie sich doch. Nein. Ja, warum denn nicht? Brauchen Sie nicht.
Sie wollen doch jetzt nicht abreisen. Ja, ich bin auf dem Weg zum Bahnhof. Ich hatte eigentlich vorgehabt, dieses Haus nie mehr zu betreten. Aber ich konnte doch nicht ohne Abschied. Adieu, Fräulein Walli. Adieu. Nun werden wir uns nie mehr wiedersehen. Nee. Nie. Und wir wären so glücklich geworden. Ja. Wir hätten ein Leben geführt wie die Turteltäubchen. Ach ja. Wir hätten uns immer geküsst. Und wieder geküsst. Egal welch geküsst. Aber das werden wir ja nur nicht erleben. Nee. Ich hatte mir alles so wunderbar ausgemalt. Ich auch. Tagsüber hätte ich sie ins Ägyptische Museum geführt. Und abends hätten wir Hand in Hand auf dem Canopy gesessen. Und ich hätte ihnen erzählt von Garashardash und Burnaburiash. So, und von Ashrishishi. Das wissen Sie. Ich habe mich in den letzten Tagen mit nichts anderem befasst. Für mich haben Sie das getan. Wann? Heinrich? Mich trifft der Schlag. Sag mir mal, du Schnösel. Was willst du denn schon wieder hier? Ich hab doch gerade eben, hab ich dich doch rausgeschmissen? Ja, das war gar nicht nett von Ihnen. Hm. Überhaupt muss ich sagen, wie man mich hier in diesem Haus behandelt, das ist eine Affenschande. Du war nicht nur frech, du. Warum sagst du nicht immer du zu mir? Psst. Ach was, jetzt wär's aber Gift. Was ist denn das für ein Benehmen? Hm? Jetzt küsst du hier die Walli ab? Und zu dem alten Burwig sagst du, Mama? Na ja, wo ich doch deine Tochter heiraten will. Was willst du? Die hätte schon wohl Rocken auf dem Böen. Das ist eine anständige Familie. Der Vater ist Reichstagsabgeordneter. Na und? Mein Papa ist auch ein bedeutender Mensch. Da hast du allerdings recht. Nur also, noch heute gehe ich zu Herrn Burwig. Das tust du nicht. Nun habe ich wieder Courage. Das lasse ich nicht zu. Sie haben mir gar nichts zu verbieten. So, das wollen wir doch. Ach du liebe Zeit, meine Frau. Los, raus mit dir, ich lasse dich nicht sehen. Ach, was mach ich so jung? Hier gehst du rein. So, und dann wird hinter dir abgeschlossen. Nimm dich, protestiere. Hier hast du deine Tasche und mach, dass du rauskommst. Rein, da, Ludwig, geh jetzt rein. Da wird es rein und dann wird hinter abgeschossen. Ludwig, ich muss mit dir sprechen. Marie? Ja. Was ist denn mein Goldstück? Ich komme eben von Burwig. Ach, der ist vielleicht in Rage. Und sowas muss gerade in unserem Haus passieren. Du, wer ist denn der junge Mann? Ach du liebe Zeit, was sag ich denn jetzt bloß? Hm? Du, und wie kommt er dazu, zu meinem Bruder Vater zu sagen? Ja, weißt du, das ist... Der sagt zu jedem Vater. Was? Ja, zu mir auch. Zu dir auch? Ja, das ist... Das ist eine fixe Idee von ihm, nicht? er sucht eben einen Vater, nicht? Ja, Mutter hat er schon. Ja, Mutter. Und nun möchte er doch auch gerne einen Vater haben, nicht? Ja, das kannst du ihm doch nicht krumm nehmen, oder? Oh, nee, also das tue ich ja auch nicht. Na ja. Jeder Mensch hat einen Vater. Bloß er nicht. Und nun sucht der arme Stackel und sucht und sucht und sucht. Und da sieht er Burwig. So einen Vater hat er sich schon immer gewünscht. Ja, aber wie kommt er denn gerade in unser Haus? Keine Ahnung. Ich wollte sagen, du, das ist doch klar wie Erbsensuppe, nicht? Ja. Naja, guck mal, er geht so die Straße längs, nicht? Geht er. So, ja. Wie so ein Guck in die Luft, nicht? Geht er die Straße längs, nicht? So, pass auf, ich mach... Nee, und da sieht er mit einem Male, sieht er da das Schild Senf. Senf? Ja, Senf! Hä? Senf!
dann noch so ein Lütten Büchsenschieder wären. Nee? So. Senf, hä? Hä? Senf? Senf, ja, Senf. Senf! Senf! Oh, oh nee. Aha, und da macht er die Tür auf und sagt... Tut mir leid, wenn ich störe. Tut mir leid, wenn ich störe. Aber Sie möchten mal runterkommen. Nee, du sollst runterkommen. Ich sag, und wieso soll ich runterkommen? Ja. Ich soll mal eben runterkommen, nicht? Ja. Was für ein Glück, anders wäre ich noch in Tüdel gekommen. Ich bin gleich wieder da, mein Zuckerschlug, nicht? Also, was hat er bloß? So durch den Wind habe ich ihn noch nie gesehen. Und denn diese Geschichte mit dem jungen Mann. Ja, herein! Ja, was ist das denn? Wer klopft denn hier? Moment, mir aber zu bunt, wer raus hier? Wer ist denn da drin? Was? Sie? Junger Mann, was haben Sie hier zu suchen? Und wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Meisel. Meisel? Der Sohn von meiner lieben Mathilde? Nur freilich. Oh, ich habe gestern auf Sie lauert. Bitte? Ich habe schon gestern auf Sie gelauert. Oh, bitte. Bitte gehen Sie doch sitzen. Danke. Zu gut. Ha. Oh, was haben Sie denn? Brauchen Sie nicht. Ach, Sie sind wohl gerade eben erst angekommen. Och, im Gegenteil, ich wollte gerade wieder abreisen. Oh, nee, das kommt ja gar nicht in Frage. Nee, Sie bleiben natürlich hier, mein lieber junger Freund. So, du Gottverdorben! Ludwig! Warum hast du mir denn nicht gesagt, wer das ist? Du weißt es also? Aber ja doch, ich habe ihn doch herbestellt. Was hast du? Ja, seine Mutter hat mir einen Brief geschrieben. Seine Mutter kennst du auch? Das habe ich Ihnen ja immer gesagt. Ich sollte doch Grüße bestellen. Und Sie sperren mich einfach im Zimmer ein. Ludwig, wie konntest du bloß? Und ich habe seiner Mutter versprochen, dass ich ihn aufnehmen werde, wie meinen eigenen Sohn. Und sie schmeißt mich einfach die Treppe runter. Ludwig, nur entschuldige dich doch wenigstens und steh nicht so dumm rum. Mir ist, als wenn ich einen über den Dassel gekriegt habe. Zum Mittagessen müssen Sie natürlich hier bleiben. Ja, und logieren müssen Sie auch bei uns. Ach nee, das kann ich ja gar nicht annehmen. Nee, also das lasse ich mir ja nicht nehmen. Ich lasse ja Standepedigästestube auf Schick bringen. Oh, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ne? Mein Mann wird sich so lange um Sie kümmern. Ludwig? Nun gib dir ein bisschen Mühe. Ja, da kannst du dich drauf verlassen, du. Ja. Marie! Du verdammter Bengel, wenn du nur nicht machst, dass du rauskommst. Erlauben Sie auch, Klinke. Ach, erlauben Sie, du willst dich bloß hier in den warmen Senf setzen, hä? Raus mit dir, raus, sag ich, raus! Ach, mein lieber junger Freund! Aber das gibt es doch gar nicht. Emma, stell dir vor, er will partout weg. Oh nee, das kommt ja gar nicht in Frage. Nee, Sie bleiben natürlich hier. Sag ich doch die ganze Zeit schon, er bleibt natürlich hier. Ja, nee, Frau, nee. Oh, wir lassen Sie nicht wieder weg. Nee, wir werden es Ihnen hier schön kommodisch machen, nicht Ludwig? Aber gewiss doch, da war ich doch gerade bei. Ja? Das ist eine Dame, die will was von Ihnen. Oh ja, dann müssen Sie mich einen Augenblick entschuldigen. Ach Ludwig, biete unserem Gast was an. Ja, ja, an die Ohren biete ich ihm was. Herr Kind, Ihr Benehmen ist skandalös. Ach du liebe Zeit, meine Frau. Die kann mich auch nicht 5 Minuten alleine lassen. Los, raus mit dir aus der Hintertür und lass mich hier nicht wieder sehen. Au! Oh
Sie sind mir doch nicht böse, meine Liebe, dass ich Sie so unangemeldet überfalle. Oh, nee. Aber als mein Sohn mir telegrafierte, dass er sich auf den ersten Blick in Ihre Tochter verliebt hat... Oh, da weiß ich ja gar nichts von. Ja, aber da müssen die jungen Leute sich ja kennengelernt haben, als ich gerade mal nicht dabei war. Und nun sagen Sie mir, liebste Emma, wie gefällt Ihnen denn mein Sohn? Oh, das fragen Sie noch. Oh, ein liebenswerter Junge. Ja, und so bescheiden, nicht wahr? Ja, wir haben ihn gleich in unser Herz geschlossen. Mein Mann ist übrigens auch mitgekommen. Ja? Und ich habe auch... Ja, wen haben Sie denn? Oh, nein, 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 das soll eine Überraschung werden. Aha. Er ist noch im Hotel und wird sich nachher das Vergnügen machen. Oh, fein. Ja, ja, aber den können wir heute Abend ja noch Verlobung feiern. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Was sagt denn Ihr Mann dazu? Oh, mein Mann ist begeistert. Ja. Ich bin sehr begierig, ihn wiederzusehen. Ich habe ihn nämlich schon mal kennengelernt. Das ist allerdings sehr lange her. Es war auf der Hochzeit einer guten Freundin in Zwickau. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau. Wir haben damals Theater gespielt. Ach. Und ich habe die Tarantella getanzt. Na ja, also daran wird er sich ja bestimmt noch erinnern. So, der kommt nicht wieder. Ludwig, Ludwig, weißt du, wer das ist? Nee. Guck sie doch mal genau an. Wer ist das denn nun schon wieder? Ich hab sie sofort wiedererkannt, Herr Klimke. Ja, besinn dich doch. Keine Ahnung. Aber ich bitte Sie, meine Liebe, nach 25 Jahren. 25 Jahre? Ja, weißt du denn nicht mehr, wie sie getanzt hat? Wie, was, getanzt hat sie? Ja, ja, mein Lieber. Dass Sie meinen Sohn so liebevoll aufgenommen haben. Sinnig. Was denn für ein Sohn? Aber du hast doch gerade eben noch mit ihm gesprochen. Wie denn, was denn? Denn sind Sie... Die Mutter. Ja. Oh, nee, die spanische Fliege. Jetzt ist die Familie komplett... Oh. Wie er sich freut. Ja, das hättest du nicht gedacht, nicht, Ludwig? Nee, ich wundere mich über gar nichts mehr. Meine liebe Mathilde, Sie müssen mich einen Augenblick entschuldigen. Aber Sie verstehen ja, die Küche ruft, ne? Ludwig, kümmerst du dich so lange um unseren lieben Gast? Ja. Marili! Ein Gesprächsstoff wird es uns ja nicht fehlen, nicht wahr, Herr Klinke? Wir haben ja von damals her noch mancherlei Berührungspunkte. Nicht von meiner Frau. Also, bis nachher denn, Mathilde. Gnädige Frau. Komm mal, komm. Ja. Nun sagen Sie mir bloß mal, was hat das alles zu bedeuten? Was wollen Sie überhaupt hier? Ihre liebe Frau Gemahlin hatte mich schon so oft eingeladen. Ist die alle denn total durchgedreht? Erst hetzt sie mir den Bengel auf den Hals. Herr Klinke, Sie sprechen von meinem Sohn. Ach, was geht mich denn Ihr Sohn an? Hat Ihnen Ihre Frau denn nicht gesagt? Ja, was denn? Es handelt sich doch auch gleichzeitig um die Zukunft Ihres Kindes. Meines Kindes? Also bitte, nun schnacken Sie hier kein dummes Zeug, nicht? Weiß ich denn überhaupt, ob ich der Vater bin? Was sagen Sie? Na ja, alle Nase lang steht hier ein anderer Vater in der Tür, ne? Nun sind wir schon drei. Wenn das so weitergeht, dann können wir bald einen Verein gründen. Herr Klinke, ich bin sprachlos. Sie verdächtigen eine Frau, deren Bestrebungen zur Hebung der Sittlichkeit bis in unsere Vereine kennen. Bitte, lassen Sie mich mit diesem Verein zufrieden, ja? Wimmer ist da auch drin. Wimmer, den Herrn kenne ich nicht. Den kennt Sie nicht. Nein, aber wenn es ans Bezahlen geht. Dann kennen Sie ihn, nicht? Herr Klinke, nach allem, was Sie mir jetzt gesagt haben, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu gehen. Schön, schön. Eine großartige Idee. Ja, hier hast du dein Bibi und du sagst, dass du das. In welchem Ton reden Sie denn hier mit mir? Guten Tag, mein lieber Ludwig.
mich. Gottlob, dass jemand kommt. Ja, Wimma, alter Freund. Ja. Na, du wirst dich freuen, du. Ja. Weißt du, wer das ist? Ich hab keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, sag ich dir. Aber das ist doch nicht möglich. Doch, 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 das ist sie. Oh, bitte. Sind Sie wahnsinnig geworden? Sie haben die Tore nicht an hier hingeraten. Das ist ja ein Irrenhaus. Die war auf einmal so spröde. Ja, ganz anders wie früher, ne? Also regst dich auf wegen so einem kleinen Kuss. Du sag mal, wieso kommt die mit einmal hierher? Das ist die Freundin von meiner Frau. Ich mach keine Witze. Ja, wenn ich dir das doch sag. Du, die ist auch in eurem Verein. Zur Hebung. Ja, die hebt tüchtig mit, du. Sag mal, und deine Frau, weiß die denn Bescheid, Menschenskind? Die hat mir doch die ganze Bagage hier auf den Hals geholt. Das begreif ich nicht. Ja, mein Tag, Jungs. Na, Ludwig, diesmal habe ich es doch richtig gemacht. Du bist alles bestens in Ordnung. Hast du eine Ahnung? Da, wo ich doch für alles meinen Puckel hingehalten habe. Und das Kind ist doch tot. Das Kind ist gesund und munter. Und die Mutter ist auch noch gekommen. Was? Die spanische Fliege. Mhm. Ah, und gerade eben ist sie rausgeflogen, deine Braut. Was wollt ihr denn von mir? Ich mach den Schwindel überhaupt nicht mehr mit. Sucht euch einen anderen Vater. Habt keine Bange. Dem Herrn werde ich meinen Standpunkt schon klar machen. Da ist dieser Schnösel ja schon wieder. Ja, wen hat er sich denn da mitgebracht? Ja, seien Sie, mein Herr, wenn ich hier so ohne weiteres eindringe, ich möchte ein Klinkes weichen. Das bin ich. Was wollen Sie von mir? Sagen Sie mal, mein Herr, wie kommen Sie eigentlich dazu, den jungen Mann hier in dieser unqualifizierbaren Weise zu behandeln? Ich bitte um Aufklärung. Ja. Und was geht Sie das überhaupt an? Erlauben Sie mal. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Nee, nee, Sie haben sich bei mir noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Gottlieb Meisel. Aha, der brave Gottlieb. Na und? Was geht Sie der Bengel an? Ich bin doch sein Vater! Noch einer! Also nun wird's Tag. Nun sind wir vier! Und nun machen wir ein Quartett auf. Was soll denn das heißen, meine Herren? Menschenskind, das... Haben Sie auch ran müssen? Wie meinen Sie denn das? Bei seiner Mutter. Was? Genieren Sie sich nicht. Ich auch. Ich auch. Meine Herren, wie reden Sie denn von meiner Frau? Der Döskopf hat sie geheiratet. Der ist noch dämlicher als wir. Ja, was ist denn mit euch los? Oh, mein lieber Herr Stadtrat, herzlich willkommen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Heinrich kommt. Donnerwetter, Stadtrat. Die Väter werden immer nobler. Stadtrat. Mhm. Ich habe mit Ihrer lieben Frau schon alles besprochen. Heute Abend noch feiern wir Verlobung. Bedauere sehr. Über die Zukunft dieses jungen Mannes hat nur einer zu entscheiden. Na, 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 na. Und das bin ich, sein Vater. Oho, ho, ho, ho. Da haben wir ja wohl auch noch ein kleines Wörtchen mitzureden. Was denn Sie? Jawohl. Und wenn wir uns nicht einig werden, dann gibt immer noch die Majorität den Ausschlag. Ja, dann wird nämlich abgestimmt. Also, um was geht es hier? Aber er soll doch unsere Paula heiraten. Oh, nö, Emma, bist du denn total durchgedreht? Also, nun ist es mal genug. Regen Sie sich nicht auf, gnädige Frau. Zu dieser Heirat würde ich niemals meine Einwilligung geben. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Du hältst den Sattel. Und die Verlobung heute Abend. Ich
habe doch schon alle Frauen vom Mutterschutzbund eingeladen. Ja, dann musst du sie eben wieder ausladen. Oh, das ist denn Ach, doch... was ist denn das? Bin ich hier richtig? Im Hause des Maastricht-Fabrikanten Klinke. Anton Tiedemeier. Albert Himmer. Ja, wer ist das denn nun schon wieder? Wer von Ihnen hat es gewagt, meinen Heinrich hier hinauszuwerfen? Ihren Heinrich? Der Junge hat nicht bloß vier Väter, nee, auch zwei Mütter. Wer von den Herren hat sich an den Jungen vergriffen? Vergriffen? Oh Gott, ich habe ihn bloß ein bisschen an die frische Luft gesetzt, nicht? Und nun tun Sie mir eingefallen, sehen Sie auch zu, dass Sie einen Dreh kriegen. Ist nix mit Verlobung. Nee, ist nix mit Verlobung. Gottlieb. Nein, nichts mit Verlobung. Heinrich. Nein, ist nix mit Verlobung. Also bei einer Verlobung hätte ich ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Nun trifft mich der Schlag. Liebe gnädige Frau, Sie müssen entschuldigen, aber mein Mann hat heute nur Senf im Kopf. Das erklärt ja einiges. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz. Trotzdem muss ich Sie fragen, wie Sie das Verhältnis unserer Familien zu regeln gedenken. Ach du liebe Zeit, nun will die auch noch an meinen Geldbeutel. Ich kann nicht verhehlen, dass mir der Umgangston in diesem Hause reichlich Spanisch vorkommt. Tja, Spanisch? Aber wer sind Sie denn eigentlich, die Herzogin von Alba? Aber Ludwig, leider bin ich gezwungen, noch einmal hier zu erscheinen. Um energisch Protest einzulegen gegen den unparlamentarischen Ton, den Sie, Herr Klinke, einer Dame gegenüber angeschlagen haben. Einer Dame, der sogar in Sachsen gelungen ist, die Sittlichkeit zu heben. Kennen Sie die Dame denn? Ha? Seit meiner Kinderzeit, ich bin bei Ihrem Vater ein und ausgegangen. Ach, bei dem alten Zippel? Zippel? Ihr Vater war der Herr Konsistorialrat Kruse. Und das hier ist Frau Konsistorialrat Kruse, gnädige Frau. Konsistorialrat! Gnädige Frau, ja? Das Buffet ist fertig. Ja. Bitte, kommen Sie alle mit nach nebenan. Frau Konsistorialrat, darf ich bitten, liebe Mathilde, nimm deine Mutter. Ja, was ist denn los? Was machst du denn für ein Gesicht? Oh, nein, Menschenskind. Das ist ja gar nicht die spanische Fliege. Ach, du liebe Zeit. Und ich habe ihr einen Kuss gegeben. Aber sag mal, dann hat eine Frau ja keine Ahnung. Nee, die weiß von der ganzen Geschichte nichts ab. Ludwig, nun sag mal, wie konntest du die Fassinat so behandeln? Er hat sie doch für die spanische Fliege gehalten. Was? Für wen? Für seine Liebste von früher. Ludwig, du bist der Vater. Oh, auch das noch. Ach, du liebe Zeit! Du hast ja wieder was angerührt, Menschenskind! Hör mal zu, Emma, ich bin... Frau Stadtrat! Gnädige Frau, Sie können sich darauf verlassen, dass ich... halt schon wieder, dieser Herr Dukti! Aber das ist doch mein Sohn! Ihr Sohn? Mein lieber junger Freund! Aber wie kommen Sie dazu, Vater zu mir zu sagen? Naja, ich will Sie doch um die Hand Ihrer Tochter Walli bitten. Sie wollen meine Tochter heiraten, ich aber dann mal zu! Ich wusste ja, dass ich... Das ist eine Blamage! Und unsere Paula! Ja, was wird mit ihr? Der Herr Rechtsanwalt Gerlach ist da! Den schickt uns der Himmel! Was? Du willst den? Natürlich, warum denn nicht? Herr Klinke, ich bin... Herr Klinke, sag Schwiegervater zu dir! Was? Du sagst ja? Na klar, doch. Schwiegervater! Jetzt, mein Sohn! Gut, Vater! Und Sie, gnädige Frau, was sagen Sie dazu? Fritz, komm an meine Brust! Oh, Emma, du musst ihm die Sache doch nicht gleich vermiesen!